Heute sind wir wieder mit Viktor im Gespräch und wir sind natürlich alle ziemlich neugierig, wie sich das Leben von Viktor mittlerweile entwickelt hat. Viktor hat ja die Schule verlassen und macht jetzt seit Anfang September eine Ausbildung zu. Erzähl uns doch mal ein Richtig. bisschen darüber. Wie Ich bist bin so bis auf ein paar Momente oder Nuancen, sagen wir mal, relativ zufrieden. Wie ist es gekommen, dass du das machen wolltest? Und zwar war das so gewesen damals, dass ich ja noch bei der Flüchtlingshilfe gearbeitet habe und meine Mutter hat irgendwie, weiß ich nicht, mit am Radio rumgespielt oder so. Genau, und da war bei völlig eine Stellenanzeige im Radio. Genau, und diesem Angebot sind wir halt nachgegangen und ja, haben uns dann entsprechend dort beworben und genau, weil wir halt gedacht haben, ja, ich und die Sätze und sowas alles, das ist doch eigentlich das, also das ist eigentlich ein Schnapper. Das heißt, dir liegt das, Gesetze zu lernen, auswendig zu lernen, zu verstehen, zu durchdringen. Meinst du das, dass dir das liegt? Genau. Also, dass ich das auch mit Bravour angehen kann, sozusagen, dass es mir wirklich mehr oder minder Freude bereitet, dass ich da wirklich Interesse daran habe. Und so haben Also, wir uns das damals durchdacht. dann hast du dich da beworben und das Bewerbungsgespräch ist auch sofort gut gelaufen. Ja, Schön. also relativ, also war ganz solide gewesen. Also so ähnlich wie wir jetzt das machen und haben ein paar Fragen gestellt. Naja, natürlich erzählen sie mal ein bisschen über sich und also wer schon mal eine Bewerbung hinter sich hatte oder besser gesagt ein Bewerbungsgespräch hinter sich hatte, der wird wissen, wovon ich rede. Hast du dich darauf ein bisschen vorbereitet? Ja, Gut. aber massiv. Ja, das würde ich nämlich auch empfehlen, dass man das ein bisschen macht, ne? Genau, weil ich bin einfach mal, also ich bin schon mal tatsächlich in Bewerbungsgespräche gegangen, ohne mich vorzubereiten, und das ging dann natürlich wirklich in die Hosen. Hast du da vielleicht ein, zwei Tipps, Viktor, für andere Zuschauer oder Zuschauerinnen, die ja hier vielleicht auch mit Menschen im Autismus-Spektrum arbeiten oder selber im Autismus-Spektrum sind? Genau, also am besten würde ich einfach irgendwelche Internetseiten gehen, wo zum Beispiel so Fragen sind, also wo mögliche Fragen sind, die dann einem bei so einem Bewerbungsgespräch gestellt werden können, nicht? Und ja, am besten, man macht da so ein paar Proben, weiß ich nicht, meinetwegen vom Spiegel oder man holt sich irgendwie einen Elternteil dazu oder ja, was auch immer, kann sich ein Kuscheltier daneben setzen, das dann tatsächlich alles durchzugehen. Das ist super, dass du das gemacht hast, ja. Was ich auch noch empfehlen würde, ist, und so habe ich das gemacht tatsächlich, wenn dann die Frage kommt, erzählen Sie doch mal über sich, dann würde ich das tatsächlich so machen, dass ich mir, weiß ich nicht, ein paar, sagen wir mal, Requisiten dazu hole und tatsächlich das dann so anhand der Requisiten 5-minütige Kurzpräsentation, sagen wir mal, über mich halte, aber wirklich mit diesen, ja, wie gesagt, Requisiten und dass das dann alles so veranschaulichender wirkt. Ach, das Genau. hast du also gemacht. Du hast mit Hilfe von Requisiten dich dargestellt mit einer kleinen Präsentation. Richtig. Das ist ja schön. Das finde ich cool. Das ist ein super Tipp. Da hast du also im Grunde genommen was ganz Besonderes gemacht, was den meisten anderen vielleicht noch nie so direkt eingefallen ist. Hast du denn dann auch gesagt, dass du im Autismus-Spektrum bist oder hast du es gar nicht erzählt? Naja, habe ich es natürlich gemacht, weil sie dann gesagt haben, Menschen mit Behinderungen sozusagen sind da willkommen. Aber du scheinst dich ja jetzt auch wohl zu fühlen. Oder du hast im Vorgespräch erzählt, dass es dir grundlegend da sehr gut geht. Es ist nur manchmal ein bisschen schwierig mit der Praxis. Erzähl doch nochmal den Zuschauer, Zuschauerinnen genaueres darüber. Richtig, und nicht nur mit der Praxis, also ja, die steigen halt vermehrt auf dieses Digitale um und ja, dementsprechend, wir haben jetzt zum Beispiel auch ein iPad ausgehändigt gekriegt, womit wir dann lernen, arbeiten. Ja, leider ist es so gekommen, dass die Technik mich auch schon immens im Stich gelassen hat. Also sprich, ich konnte mich nicht im Lernprogramm anmelden, also als Mensch in diesem Spektrum, also mehr oder minder tatsächlich aggressiv macht. Weil, und besonders auch für mich, weil bei jedem ist ja das im Autismus-Spektrum anders und ja, tatsächlich, Entschuldigung, auch so ein bisschen, dass ich Schwierigkeiten habe, so Emotionen zu kontrollieren. Also ich kann dann wirklich an Ort und Stelle manchmal sagen, so und so, pass mal auf, du kotzt mich jetzt wirklich an oder das reicht mir, gib mir jetzt den Rest. Also im Grunde bräuchtest du Technik, die reibungslos funktioniert. Wenig wie möglich irgendwie Fehler auftreten. Ja, das zweite Thema ist, wir bearbeiten ja auch Formulare und sowas alles und
Ja, ich bräuchte mal so ein Formular, was so richtig komplett ist, von A bis einschließlich Z, damit ich vor Augen habe und ja, damit mir dann so kleinere Dinge, sagen wir mal, auffallen. Genau. Klar, also klare Anleitungen, Übersichtlichkeit, Richtig. gar nicht so einfach. Oder auch, wie ist denn das zum Beispiel, wenn du eine Anweisung, eine verbale Anweisung bekommst, mehrschrittig, kannst du dir sowas überhaupt merken oder müsste das eher für dich schriftlich vorliegen? Ja, also uns ist ja der Tipp gegeben worden, so sowieso, dass wir es mal alles verschriftlichen müssten. Aber so an sich kann ich der Anweisung auch eigentlich problemlos folgen. Also Naja gut, aber das ist doch schon mal auch wichtig, vielleicht für Arbeitgeber und Arbeitgeberinnen zu wissen, ja? Also, dass man da wirklich darauf richtig. achten soll, dass das einwandfrei läuft, dass das ganz klar strukturiert ist und dass die Formulare übersichtlich sind. Und wie ist es so mit Pausensituationen, mit anderen essen gehen? Fällt dir sowas schwer oder hast du da kein Problem mit? Eigentlich so an sich, wenn wir das wirklich machen würden, hätte ich eigentlich gar kein Problem damit. Aber ich sag's mal so, bei uns geht jeder seine Wege, um ehrlich zu sein. Kann aber noch kommen, ist ja noch sehr am Anfang. Genau. Wie gestaltet sich denn jetzt so deine Freizeit? Hast du denn noch viel Zeit am Nachmittag? Kannst du dich noch mit Freunden treffen? Ja, das ist jetzt so eine Sache. Also, um ehrlich zu sein, in der Werkwoche jetzt eher weniger, aber sagen wir mal, je mehr sich die Woche bis also zum Ende neigt, ziemlich Freitag, Sonnabend, so in dem Dreh, dann versuche ich doch schon für meine Freunde da zu sein. Also, Schön. weil man muss auch schon mal so ein bisschen, sagen wir mal, versuchen, dieses Work und Balance halt so ein bisschen ausgewogener, also auf einem bestimmten Level zu halten, einfach. Ich glaube, das Problem ist, dass ich von Anfang an die Leute nicht sensibilisiert habe darauf, dass mir halt so Sachen unterlaufen können. Oder dass ich mal, weiß ich nicht, jeden Tag besonders witzig bin, den einen Tag irgendwie, den anderen Tag irgendwie besonders aggressiv. Oder irgendwie sowas in der Art halt. Also. Kommt diese Person von dieser Firma, die wir jetzt nicht nennen, die kommt eben jetzt und hilft dir da auch zu schlichten. Richtig. Das ist doch ganz gut. Und dann wird die. Und die Person hat mir auch angeboten, dann eine extra sozusagen Autismus-Schulung zu machen. Und ja, da werde ich jetzt auf alle Fälle darauf eingehen. Am besten wirklich sensibilisiert die Mitschüler oder die ganzen Lehrer, Lernberater, je nachdem, wie es bei euch dann heißen wird, von vornherein darauf, dass so und so, ich habe jetzt das und das. Und da muss ich wirklich auch an mir selber arbeiten, passt wirklich auf in eine Probezeit. Also das ist keine Zeit, in der man spaßen sollte. Und ich rede da wirklich aus Erfahrung. Also versucht auch wirklich die Ruhe zu wahren. Also ja, zugegeben, ich habe es jetzt so dahin gesagt, aber eigentlich muss ich an mir selber arbeiten da in der Hinsicht. Und ja, aber das wäre jetzt mein Tipp. Also Also wir drücken dir auf jeden Fall jetzt erstmal ganz doll die Daumen alle. Da bin ich mir sicher, dass die Probezeit überstanden wird, dass du das schaffst. genau, dann müssen wir uns in 3 Monaten wiedersehen. Genau, können wir machen. Und dann höre ich mal, wie alles so gelaufen ist. Wir machen das so, Vielen dass wir Dank. da uns nochmal drüber unterhalten im November. Und dann wünsche ich dir jetzt Genau. hier an dieser Stelle erstmal alles, alles Gute. Dankeschön. War Und mir drück. eine Ehre heute. Mich hat es auch sehr gefreut, dass wir uns endlich mal wieder gesprochen haben. Hat ja lange Genau. genug gedauert, aber wir haben es hinbekommen. Genau.